Hallo und willkommen wieder mal bei meinhelikopter.de. Wir stellen euch heute einen neuen Quadrocopter vor von der Firma Syma, den X5C mit HD-Kamera. So, was haben wir alles im Lieferumfang? Natürlich den Quadrocopter, die Fernsteuerung dazu, das USB-Ladekabel für den Akku, den USB-Kartenleser für die mitgelieferte Speicherkarte, 2 GB für die Fotos und Videos, ein Satz Ersatzrotorblätter, 4 Stück. Und natürlich den Akku, 3,7 Volt, 500 mA. Der Akku sitzt unten über der Kamera. Dazu die Kamera leicht nach hinten drücken. Dann öffnet sich das Akkufach. Ja. Stecken wir den Akku gleich mal rein. Passt wunderbar. Und hier oben in die Buchse das Kabel einstecken. Jawohl. Und die Klappe wieder zu. Und einrasten. So. Hier hinten der Einschalter. Einmal einschalten, wo die Positionslichter blinken. Vorne grün, hinten rot. Blinken heißt immer, die Funkverbindung ist noch nicht hergestellt. Dazu schalten wir die Steuerung ein. In der Mitte der große schwarze Schalter. Die blinkt ebenfalls. Die Steuerung gibt es, wie gesagt, nur im Mode 2, also Gashebel links und Richtungshebel rechts, vorwärts, rückwärts, rechts, links. Um die Funkverbindung herzustellen, einmal den Gashebel ganz nach vorn und wieder zurück bewegen. Ja, jetzt sieht man, die Lichter hören auf zu blinken und brennen durchgehend. Das heißt, die Funkverbindung ist hergestellt. Ich teste das einmal kurz. Jawohl, funktioniert wunderbar. Okay, dann erkläre ich euch zuerst mal die Steuerung. Hier oben sind zwei Knöpfe. Links, das ist der Speed Mode. Also es gibt zwei Modi, einmal Low und einmal High. Also ein Low für Anfänger und High für Fortgeschrittene. Dann rechts der Knopf, das ist die 3D Flip Funktion, ja, um den 360 Grad Überschlag zu machen mit dem Quadrocopter. Dann diese drei Knöpfe, 1, 2, 3, das ist die Trimmung, um die einzelnen Kanäle fein trimmen zu können. Und dieser vierte Knopf sieht ebenfalls aus wie ein Trimmknopf, ist aber die Funktion für die Kamera. Das heißt Foto- und Videofunktion. Drücke ich den Knopf nach oben, wird ein Foto aufgezeichnet. Hier drücke ich den Knopf nach unten, ein Video. Man sieht das auch an der Kamera. Wenn die betriebsbereit ist, muss die grün leuchten. Hier leuchtet noch gar nichts in der Kamera. Sagt mir, dass die Speicherkarte nicht eingelegt wurde. Die stecke ich jetzt mal ein, die Speicherkarte in die Kamera, hinten in den Schlitz. Und schon leuchtet die grüne Lampe. Also die Kamera ist betriebsbereit. Mache ich jetzt ein Foto, drücke also diesen Knopf nach oben, leuchtet die einmal kurz rot. Ja, ich hoffe, man kann das sehen. Und drücke ich den Knopf nach unten. Ups. Drücke ich den Knopf nach unten. Dann leuchtet die Lampe so lange rot, wie die Aufnahme läuft. Um die Aufnahme zu beenden, den Knopf wieder einmal nach oben drücken. Und die Aufnahme ist beendet. Die Lampe leuchtet wieder grün. Ja, soweit zur Video- und Fotofunktion. Im Display wird alles angezeigt. Der Ladestatus der Batterien. Die Funkstärke. Und hinten das Batteriefach, wie gehabt, die handelsüblichen 1,5 Volt Batterien, die muss man sich dazu kaufen, die sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Kamera sitzt unten, hinten habe ich schon gezeigt, kommt die Speicherkarte rein, die Kamera kann man sich abmontieren. Dazu das Batteriefach bzw. Akkufach öffnen, da sitzen hier zwei Schrauben, mit denen die Kamera gehalten wird. Die muss man natürlich rausdrehen, das Kabel abziehen und schon ist die Kamera abmontiert. Hier unten diese Füße, die sind elastisch, also die gehen nicht gleich kaputt, genauso wie der Rotorschutz hier. Das ist alles elastisch. Man sieht das auch, das Material federt quasi die Schläge aus. Man kann ohne diese Rotorschutzbügel fliegen, dazu kann man die einfach abstecken. Sieht dann so aus, genauso wie mit den Füßen hier unten, einfach abziehen. Und dann hat man hier diese vier Füße, die dann als Landegestell quasi fungieren. Dazu muss man aber, wie gesagt, wenn man die Füße hier abmachen will und diese nutzen möchte, dann auch die Kamera abmontieren, sonst kippelt das Gerät.
Ja, wie gesagt, alles flexibler Kunststoff. Da bricht nichts, das gibt alles nach. Selbst der Korpus ist leicht flexibel. Ein super Gerät, lässt sich super fliegen, super leicht zu handeln. Also es ist echt klasse, das Teil. Auch die Fotos und Videos, die die HD-Kamera aufzeichnet, sind eine super Qualität. Also so ziemlich mit das Beste, was wir bis jetzt hatten in dem Preissegment. Wir sind begeistert von dem Gerät, wie gesagt, von Syma X5C. Ein klasse Quadrocopter, können wir gerne empfehlen. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Sollten noch Fragen auftauchen, einfach melden, per Mail, per Telefon. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, meinhelikopter.de.